Mensch. The crimes that you are still charged with. And think of all the civil penalties you have. How many billions of dollars do you owe in civil penalties for molesting a woman in public, of having sex with a porn star while your wife was pregnant? Well, what are you talking about? You have the morals of an alley cat. Give him an answer. I didn't have sex with a porn star. But we all know that we've still got a lot of work to do. Governor Romney has a perspective that says if we cut taxes, skewed towards the wealthy, and roll back regulations, that we'll be better off. I've got a different view. I think we've got to invest in education and training. It's an honor to be here with you, and I appreciate the chance to be with the president. My plan has five basic parts. One, get us energy independent, North American energy independent. That creates about 4 million jobs. Number two, open up more trade, particularly in Latin America. Crack down on China if and when they cheat. Number three, make sure our people have the skills they need to succeed and the best schools in the world. We're a far away from that now. Number four, get us to a balanced budget. Number five, champion small business. Damit herzlich willkommen bei Critch. Interessant. Das ja. Will so ein bisschen dahin, dass das Niveau ein bisschen abgenommen hat über die letzten 12 Jahre, sage ich mal. Eigentlich wäre es dramaturgisch besser gewesen, man hätte es noch andersrum, oder? Ja, erst die einigermaßen sachliche Debatte noch damals, hat man sich noch respektiert, gerade ausgeredet, konnte sich mit ganzen Sätzen ausdrücken. Yeah. Und dann, ja, Biden tritt der überhaupt gegen, gab es eine Debate zwischen, ja Mann, stimmt, es gab ja noch eine Debate zwischen Biden und Trump, hat man schon als er noch im Rennen war quasi, ne? Ja, hat man ganz vergessen, danach ist er ja quasi stimmt. Unter anderem zurückgetreten. Kamala Harris worden. Ja, er ist ja quasi, die erste Debate, Trump gegen Biden, hat Trump ja quasi komplett rasiert und du hast halt gemerkt, dass Biden irgendwie kurz vorm eingeschläfert werden ist. Und dann haben sie ja Harris aus dem Hut gezaubert und die Harris-Trump-Debate hat Harris meilenweitem Abstand gewonnen. Ehrlich? Trump war ja voll das Opfer, Alter. Ja, habe ich überhaupt gar nichts von gesehen. Ja, da hat er gemeint so, they are eating the cats and dogs und so, das hast du bestimmt mitbekommen. Stimmt, krass, komisch. Und ich krieg bestimmt Hate für den Take von den Zuschauern, aber yeah. Trump ist für mich so ein Opfer auch. Es ist unglaublich. Ich finde es so hart einfach. Dass in der Schwurbelbubble so viele auf Trump stehen, das finde ich so richtig unerklärlich, ehrlich gesagt. Unerklärlich. Also ich finde es nicht unerklärlich. Ich kann es verstehen und ich fühle es auch. Ich fühle den Typen auch irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin auch mittlerweile einfach nur noch komplett verwirrt, was diese Figuren generell darstellen. Ich kann es überhaupt nicht mehr einordnen. Was mir gerade aufgefallen ist, wie sehr, sehr gut Obama gesprochen hat. Das muss man ihm echt lassen. Also, ne, was dann an Inhalt gefolgt ist, wissen wir alle. Aber wie der da alleine steht und redet, da denkst du, boah, krass, also so von der Art und Weise, wie der redet. Kein Wunder, dass der alles hops genommen hat damals. Ja, auf jeden Fall. Obama ist so, keine Ahnung, Top 10 Rhetoriker, die jemals existiert haben. So komplett unfassbar krass. Charisma. Er hat so eine Mischung aus seriös und jugendlich und fresh und klar und auch super, auch auf eine entspannt und jugendliche Art ist er trotzdem autoritär. So, wenn der in den Raum kommt, denkst du trotzdem so, wow, dem höre ich jetzt zu. So, da redet keiner. Ja, sehr interessant, wie man dieses Kunststück geschafft hat, so eine Person dann an die Spitze zu stellen, die dann so viel verheerende Politik auch gemacht hat. Ja. So viel Unheil angerichtet hat. Komplett. Wenn du jetzt Ami wärst und Wahl würde anstehen, würdest du dich da auch einfach rausziehen? Würdest du auch sagen, gehe ich einfach auch nicht hin zu der Wahl? Oder? Ja, mittlerweile ja. Also ich glaube, die letzte Wahl, zu der ich so überzeugt gegangen wäre entweder die Obama-Wahl, also gegen Clinton. Nee, Quatsch. Romney oder was? Hä, nee, gegen wen ist er angetreten? Ja, stimmt, ich glaube. Romney? Einmal gegen Mitt Romney und einmal gegen John McCain? Kann das sein? Könnte sogar sein, weiß ich gar nicht. Ansonsten schreibt's mal in die Kommentare, gegen wen Obama ist ja zweimal angetreten.
Aber beim allerersten Mal, glaube ich, gegen John McCain und dann beim zweiten Mal gegen Mitt Romney. Und er hat beide Male gewonnen. Also gegen Romney war er schon Präsident. Da haben wir es ja. 2012 war er schon Präsident, weil Romney sagt ja gerade, I'm glad to be debating today with the president. Und 2008 ist aber die Frage, wer da sein Gegenkandidat war. Jedenfalls, beim ersten Mal, als Obama angetreten ist, hätte ich natürlich Obama gewählt. Da waren ja alle, also selbst die Hardcore-Schwurbler waren ja damals so, ja, Obama ist Martin Luther King. Und dann, vielleicht hätte ich 2016 Trump gewählt. Doch, 2016 hätte ich Trump gewählt. Aber das wäre das letzte Mal gewesen, dass ich gewählt hätte. Ja. Du? Also heutzutage würde ich es wahrscheinlich auch eher lassen, aber es ist so ein leichtes Hingezogensein zu Trump schon bei mir da. Doch, ich finde ihn schon, ich fühle ihn einfach irgendwie. Ich fühle ihn, ich kann es auch nicht richtig ausdrücken. Ich fühle ihn einfach. Aber wahrscheinlich würde ich mich da auch heutzutage auch einfach raushalten. Did you just put a cigarette into his mouth? That's... Oh, it's the video, if that's okay. I'm not judging. You're both consenting adults. Oh, yeah. Can I please capture your interactions? Thank you. Very kind of you. I wish everyone was as cool as this. So, ladies and gentlemen, we have two consenting adults role-playing in public. And I'd like to be offended, but they're two consenting adults, and I support their freedom. But the viewers will be wondering, what is going on? What is going on? Female supremacy. Yeah. So they know that women are in charge and women are here to rule. So as the beta male... Beta male. Are you a beta male? Okay. As the A beta male is basically a male that wasn't really born to be a man. As you can see, that's why she's in a pretty frilly dress. Oh. Well, I won't judge. No. But does that not hurt? The cigarette ash in your tongue. Was hat zu Ende? Boah, das hat auch so viele Ebenen. Also, erstmal denke ich irgendwie, was schade ist, dass dabei der Begriff des Beta-Males wieder so komplett durch den Kakao gezogen wird, dass er halt nicht mehr ernst genommen wird, weil das halt so extrem überzeichnet ist, dass jetzt Leute denken, das ist mit Beta-Male gemeint. Mhm. Aber mit Beta-Male ist ja was viel Alltäglicheres gemeint, ne, wo Männer sich ihren Frauen auf eine ungesunde Art und Weise unterordnen, gar nicht so extrem. Das finde ich erstmal ein bisschen schade. Deswegen ist mir auch wichtig zu sagen, dass das was anderes ist, Beta zu sein. Das ist nicht Beta, das ist ja out of this world einfach nur. Und dann finde ich gut, dass der das filmt, irgendwie so respektvoll und so trotz allem irgendwie so freundlich ist. Es gefällt mir irgendwie. Ja, ich sehe halt bei den ganzen Geschlechterrollen und Gender und LGBTQ-Fragen und diesem ganzen Geschlechtsdysphorie und so immer mehr, dass wir reden eigentlich nicht über das Problem, weil das Problem, die darunterliegende Ursache von allem ist für mich, dass wir entfremdete und psychisch labile Persönlichkeiten hervorbringen in unserer Kultur und du bist kein, der Typ da ist nicht in seiner Mitte, der Kraft, hat kein Selbstvertrauen, der hat keine Kraft und der könnte ein ganz normaler Mann sein. Genau so. Das ist extrem viel Projektion, Komplex, 20 verschiedene Diagnosen irgendwie, die man da gleichzeitig stellen müsste. Und beide, das ist einfach von beiden nur ein Seiten. Dude. Das ist ein ganz normaler Mann. Der nicht in seine 100% gekommen ist. Der ist halt bei 10% oder so. Genau. Und auf der anderen Seite steht eine Frau, die auch nicht in ihrer richtigen Kraft ist. Ne? Ja. Sonst würde sie ja so seltsam sich niemals verhalten. Mhm. Ja, voll schön. Haben wir, glaube ich, gut. Dechiffriert. Dechiffriert, hast du gesagt? Mhm. Oh, nice. Professor oder was? Neulich waren wir mit einer Freundin von meiner Freundin unterwegs und meine Freundin hat einen neuen Ring gehabt oder sich gekauft. Und die Freundin von ihr sieht den Ring und sagt, oh, wie schön, der georgiert ja.
Und wir beide so, wow, ja, der chauchiert. Was ist das? Weißt du, was es heißt? Nein, Mann. Hast du ein Gefühl? Glänzt? Ja, genau, das ist dieses, kennst du diese Pokémon-Glänzekarten, wenn man die dann so gedreht hat, dann sieht man was anderes. Das ist changieren. Und ich dachte so, wow, was für ein wunderschönes Wort. Das machen wir gerade immer als Joke. Wow, das changiert, ja. Weil es echt ein richtig schön, ich mag solche schönen Wörter, so besondere Wörter. Fühle ich so, wie du Trump fühlst. Aus welchem Grund auch immer. Ich mach mal weiter. Animals, well, so if you die in a home that's locked with animals, those animals will eat you really fast, especially a cat. Dogs will hold out until they have nothing left to eat, but a cat will remove your head in 24 hours. Even cats that were loved by their owners, or is it just cats had something with the owner and they're going to say, this is my time? Yeah, no, they're absolutely feeding on you. You know, I don't care how much you love that cat and that cat loved you, he's going to eat you. And I just never imagined that they could do that much damage. You know, smaller dogs. Now, a lab won't. A lab's for some reason don't eat their owners, you know, unless they're locked in for months. I guess they would. But I find it more weenie dogs, small dogs, and cats. Cats don't, they don't wait. And how soon after? We talking 30 minutes after? Probably an hour or two, I guess. They start, I knew this about they start, cats. They start nibbling. Wobei das kommt mir, es kommt mir auch ein bisschen, also ich weiß, was er meint, ich kann mit dem Take auch was anfangen und so, aber mir kommt es ein bisschen Bullshit-mäßig vor, weil eine Stunde oder zwei, das müsste ja ständig passieren. Es sterben ständig Leute in ihrer Wohnung, nicht täglich oder so, aber die Konstellation, Mensch stirbt in der Wohnung und Katze ist noch da. Das müsst, die ganze Zeit müsstest du lesen, Katze hat Dings Auge von den Owner. Aber wenn es normal ist, schreibt, ist es ja keine Meldung wert. Animals, well, so if you die in a home. Entschuldigung, ich wollte gerade nur noch mal ein Bild haben, während wir sprechen. Ja. So. Also wenn es ja normal ist, ist es ja keine Meldung wert. Warum sollte man dann immer darüber berichten? Glaubst du, dass das wirklich, also Leute gehen in Wohnungen und dann, weil da jemand seit zwei Tagen liegt und dann sind die Augen so ausgeschlürft von den Katzen. Das passiert. Das glaubst du. Hast du schon mal von jemandem mitgekriegt? Nee, ich hab's halt noch nie gehört. Deswegen kann also hast du generell aber mitgekriegt, dass jemand gestorben ist und die den gefunden haben oder so? Weil das habe ich auch noch nie mitgekriegt. Also. Ja, okay. Du meinst, passiert doch seltener, recht selten, dass Leute alleine in der Wohnung stehen. Ja, dass man das mitkriegt. Aber wo ich dir recht gebe, dass so ein, zwei Stunden finde ich schon extrem heftig, weil, also in meinem Verständnis von Leben ist halt in dieser Zeit, hat die Seele so diesen Körper noch nicht richtig verlassen. Und irgendwo habe ich dann doch schon das Gefühl, ja. Seelenfresser, Alter. Weil, weißt du, zuerst habe ich gedacht, ja klar, also eine Katze, die kümmert sich nicht drum, ob den Körper, die ist den Körper dann halt. Es ist ja nur noch der Körper. Aber so in dieser kurzen Zeit, wie gesagt, bei Menschen, da ist noch viel da irgendwie. Deswegen, oh, es hat mich jetzt schon irritiert, muss ich sagen. Und was machen die ganzen Mädels da draußen, die keine Männer, aber Katzen haben, die so das beste Bild von ihrer Katze haben, die das sehen? Das ist wie wenn du Leuten so sagst, oder gerade Mädels so sagst, die so Eichhörnchen so süß finden, dass die halt kleine Babyvögel essen, Eichhörnchen. Eichhörnchen, die jeder süß findet, essen kleine Babyvögel. Ja, die klauen die aus dem Nest. Ja, das, was was Joe Rogan immer sagt, Nature is a bitch. So. Ja. Wenn du ein Tier wärst, die meisten Tiere auf der Welt müssen ihr Essen jagen, indem sie ein anderes Lebewesen mit dem Mund töten. Mhm. Sie beißen in irgendeinen Hals rein und das Blut spritzt. Und dann beißen sie so lange zu, bis das Ding nicht mehr zittert und sich bewegt. So krass, das passiert milliardenfach in dieser Sekunde. Super krass, ne? Nur wir sind so dieses, ich gehe in einen Supermarkt und kaufe einen Quark.
Und dann mache ich mir daheim ein, weiß ich nicht, Dressing, Gemüse. Ja. So. Und trotzdem haben wir ja die Menschen in unserem System, die das Töten für uns erledigen. Ja, ja, ja. Das ist unser großer Schatten irgendwie, ne? Das ist ein kollektiver Schatten, finde ich. Aber ich finde es halt, ist ja auch logisch, kann ja nicht jeder irgendwie sein Tier jagen und töten. Also finde ich es auch irgendwie legitim. Und ich bin denen auch dankbar, die es machen. Das ist immer in meinem Kopf. Ich bin denen so dankbar, dass ich das nicht machen muss. Und deswegen sind wir wieder beim Fleischessen. Umso bewusster, umso gewählter will ich das machen. Weil ich das immer auch mit einpreisen will in meinem Kopf. Mhm. Nicht nur das Tier, sondern auch der es tötet. Der, weißt du, weil das ist ja, stell dir mal vor, das ist dein Beruf. Ja gut, dann wird es halt zur Routine, so wie alles, aber trotzdem verrückt. Letzter Take, interessant, er sagt ja auch, Labradore machen das nicht, also yeah. große Hunderassen, habe ich so verstanden. Ich denke jetzt nicht nur Labradore, das würde ja keinen Sinn ergeben. So von 1000 Hunderassen. Labradore sind besonders menschenfreundliche Hunde. Genau, aber sagen wir mal, davon gibt es ja einige. Ich würde jetzt mal sagen, es wäre, ja genau. Golden Retriever oder so. Das zeigt für mich mal wieder, dass es halt so mit der Größe irgendwie von Haustieren geht auch so ein gewisses Bewusstsein irgendwie einher. Ja, auf jeden Fall. Und ja, schon krass, dass im direkten Vergleich Katzenhunde geht der Punkt an die Hunde, muss man ehrlicherweise sagen. Auf jeden Fall. Also Haustiere. Alright. Alright, y'all, we're gonna go ahead on and smoke this big old alligator. Let's go. Alright, y'all, what I did was I kept it in the brine for 24 hours with my seasoning on it, and now it's time to smoke it. Go ahead on, y'all, get y'all a sharp knife and cut right down the center of that tail right there now. We're gonna go ahead and stuff that dead tail with that boudin now. Go ahead and melt you some butter, y'all, and coat that baby down. Now go ahead and hit it with your Creole mustard. Hit it with that Cajun seasoning. And some of that blackened seasoning. I got that smoker going, y'all, with that hickory wood. We're gonna go ahead on at 250 degrees, and we're gonna let it smoke for about a good 5-6 hours. Want the internal temp, y'all, at 165 degrees. All right, y'all, check it out, baby. We're getting started now. All right, y'all, check it out, baby. That's the 1 hour mark right there. All right, y'all, the internal temp's 165, y'all. Come see. Check it out. In was für ein Rabbit Hole bist du gefallen? Weiß ich auch gar nicht mehr. Ich wundere mich auch gerade, dass ich in so einem Algorithmus war. Aber irgendwie krass, wie er redet auch, ne? So übelst Southern, Alter. Das ist ja schon, also da spreche ich ein klareres Englisch. Dagegen. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, es ist schon so ein bisschen Hilly-Billy-mäßig auch. Ich weiß, sieht jetzt auch nicht so geil aus, oder? So geil zugereitet? Nee, also ich weiß nicht. Ich frage mich, ist das wirklich was die so alltäglich auch machen? Oder ist das irgendwie auch so ein Internet-Trend einfach, ne? Ja, so, ich könnte mir halt schon vorstellen, gerade Florida, wo du die Dinger irgendwie tatsächlich jagen kannst oder so, dass es einfach auch echt kein Trend ist, sondern so eine alte Kochkultur. Also man hat Alligator zubereitet und das ist so ein Mini-Alligator und dass man auch so weiß, wie man den zubereiten muss, was gut dazu passt, dass es Rezepte dazu gibt. Aber es ist super weird für uns. Vor allem sind jetzt halt keine irgendwie afrikanischen Stämme, sondern es sind halt so, also die Amis sind uns halt irgendwie so kulturell so nah. Es ist so weird, dass die das dort fressen, oder? Ich gehe schon davon aus. Ja, eigentlich muss das nächste Mal, wenn ich mit einem Ami spreche, mal fragen, ob Alligator echt so krass gängig ist als Speise. Sieht auch ganz schön bös aus da noch mit seinen Zähnen und wie er da so seinen Schwanz im Mund hat. Weiß auch gar nicht, ist jetzt, glaube ich, ist der ausgenommen? Hat man auch nicht so richtig mitbekommen. Nee, der hat irgendwie da nur was reingestopft. Can't handle it with the butter. Don't need mustard on there. Dann würde ich sagen, that was cringe for this time.
See you next time, guys. War das schon das Ende? Ja, Alter, wir sind durchgerusht, aber wir haben auch schon wieder, Come, give me one more. Nee, da ist nicht one more. Wir sind komplett. Ist das one more? Ja, ja, tatsächlich, ja. Oh, bloody hell. Okay, so it is. Danke für... Ihr Lieben, bleibt zu Hause. Wir bleiben zu Hause. Ich bin Günther Jauch. Nie und war das es ist Barbara Schöneberger. Nie war es einfacher, ein Held zu sein. Und danke fürs Zuschauen. Wie immer, schreibt uns in die Kommentare, ob ihr mit irgendeinem Video resoniert, ob euch noch ein weiterer Gedanke kam. Cool, dass es euch gibt. Wir feiern euch und bald mal wieder hier auf dem Channel. Peace out. Danke, Nico. Ciao, danke, Aaron. Cringe.